Und wieder ist schönes Wetter hier bei Far Cry Primal mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ja, ich habe was vergessen. Oh, komm, komm, nein, nein, nicht. Oh, ich müsste hier mal was aufräumen. Meine Zettelei. Ja, vielleicht mache ich das morgen. Morgen, morgen und nicht heute, sagen alle Frauenleute. Kennt man, ne? So, das meinte ich. Was macht denn er da? Na gut, wir gehen da ja sowieso lang. Ich habe mir überlegt, ich habe ja hier so eine Möglichkeit, so eine Bestien zu jagen. Das ist die Bestie, die uns übrigens zu Beginn so viel Probleme bereitet hat und gejagt hat. Ach, Tensei ist das. Hallo, Tensei. Was machst du da? Du bist wieder beim Zaubern. So, das geht natürlich nur während der Abenddämmerung. Wir haben ja hier geschlafen. So, kommt mein Tierchen. Wir nehmen natürlich wieder Säbel. Nee, jetzt habe ich ihn abgemeldet. Ich hatte wieder keine Geduld. Ja, sieht eigentlich wieder ganz gut aus. Ach, Knochen. Ich habe hier wieder so kleine Mini-Lecks. Naja. Bisschen Hartholz wäre nicht verkehrt. Da ist schon was. Ah, ich habe was verkehrt gemacht. Ich habe auf die falsche Maustaste gedrückt. Ach so, wir könnten ja auch den Langbogen nehmen. Der ist zwar nicht ganz so effektiv, so schnell, aber der zieht einfach mehr durch. Und ich will erstmal zu diesem Lagerfeuer. Wie gesagt, wir haben genächtigt und der lässt sich ja nur, ich weiß gar nicht, ob ich das zu Ende ausgeführt habe. Ich bin wieder so fasziniert vom Spiel. Und ich muss Luft holen. Und wir, hier komme ich nicht hoch. Können den nur zur Dämmerung jagen. Anscheinend. Das warst du. Das war ein Stein. Der haut ab. Die Schweine. Rothundfell brauche ich aber nicht. Alle Holz nehmen wir aber mit. Und ich weiß gar nicht, habe ich jetzt wieder... Ich habe genug Pfeile, ich brauche da jetzt nicht hintoben. Wir wollen zum Lagerfeuer. Du Freund. Und einen Wolf brauche ich auch noch. Ich brauche ja noch Winterkleidung, damit ich nach da oben hin kann. Das sind aber nur Rothunde hier. Wölfe sind hier nicht. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Hier ist schon wieder ordentlich was los. Ja, bring dich in Sicherheit. Da ist ein Höhlenbär. Ich bereite mich voll vor. 32. Weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Hat er nur gesagt, all der Holz ist voll? Oder hat er alles ist voll gesagt? Ja, ich kriege kein Hartholz mehr. Hier ist ein Bär, hier ist ein Wildschwein. Das haut ab. Gut aufpassen, Freund. Hier ist ein Jaguar. Gott sei Dank haben wir unsere Bestie dabei. Gott sei Dank ist mein Säbel da. Das ist nur ein Baum.
Hier finden wir ja bloß all der Holz. Das ist hier irgendwie so ein Heiligtum. In der Nähe, ja. Das schieße ich jetzt nicht ab. Beim letzten Mal haben mich die Bienen geärgert. Ich will zu diesem Lagerfeuer, das ist da hinten. Und so sollte man mal hier schon wieder Geschrei. Ab und zu sollte man einfach auf die Karte achten. Das ist wieder ein Bär, der da schreit. Das ist das Lagerfeuer da unten. Ich wollte hier jetzt nicht im Dunkeln langlaufen. Jetzt sind wir aber da. Und das Feuer ist aus. Huch. Ist auch voll. Was sinnlos. Haben wir hier noch irgend... Ich habe den Pfeil schon wieder angezündet, sehe ich gerade. Das ist alles das, was wir haben. Das, was wir brauchen, ist nie drin. Dann ruhen wir uns mal aus bis zur Abenddämmerung. Kann ich mal ein Schlückchen trinken? So, sieht auch alles auf der Aufnahme gut aus. Und schon sind wir wach. So, dann werde ich mir mal auf der Map den Punkt hier setzen. Da wollen wir hin. Ich muss jetzt irgendwie nach oben. Säbel, bist du bei mir? Es ist ja ziemlich dunkel hier. Das reimt sich. Ja, wie immer. Mann, ob ich das da einmal dran denke? Oh, jetzt habe ich einen Pfeil verschossen. Geil. Ah, ich habe ihn wieder. Geil. Doppelgeil. In der Nähe befindet sich eine Bestienmeisterjagd. Ja, da bin ich ja schon dabei. Ich glaube, ich muss zu diesem Ding da laufen. Ich werde mal was machen. Naughty. Und schon ist er da. Guck, da ist er. Nicht reiten. Nicht reiten. Ich kann ihn nur reiten. Das ist jetzt. Ich wollte das tun. Ja, hast du verdient, Säbel. Und jetzt gucken wir, ob wir deinen großen Bruder gezähmt kriegen oder ob wir dabei sterben. Da muss ich hier hoch. Aha. Ich glaube, das war zu früh. Ich hätte auch da langlaufen können. Na toll, bin ich blöd. Dann wäre meine Bestie bei mir. Naja gut. Die wird schon kommen. Ich werde mal nur gehen. Er bewegt sich jedenfalls. Und da ist er auch schon. Noch schauen, habe ich Köder eingestellt? Ja. Es ist noch weiter oben. Hier ist ein Feuer. Ich muss da hoch. Jetzt mache ich mir erstmal die Markierung weg. Weil, Maus, wo bist du? Die stört mich sowieso. Dann gehen wir mal nach oben. Ah, das ist noch weiter weg.
ziemlich dunkel. Ich könnte ja auch was anzünden. Aha. Säbel ist auch wieder da. Wo ist das hier duster drin? Oh, ich wollte schon sagen, ich habe doch gehüpft. Bin. Habe ich auch geschafft. Wie so ein Tunnel. Ein natürlicher Tunnel durch den Berg. So, hier muss ich mich abseilen. Wartet mal. Ich bin aber hier richtig, ne? Ja, doch. Ich bin hier richtig. Ich habe eben kurz gezweifelt, aber nur kurz. Wer kommt denn hier nachts her und zündet Feuer an? Video? Das ist meiner. Das ist... Säbel! Wo kommst du her so schnell? Säbel, ich wollte nach Spuren Ausschau halten. Bestienmeisterjagd. Die Untersuchungsgebiete auf der Minikarte enthalten Spuren, die von großen Bestien hinterlassen wurden. Einige große Bestien können gezähmt werden. Dafür musst du sie allerdings zunächst besiegen. Solltest du sterben, bleiben die Wunden, die den großen für deinen nächsten Jagdversuch erhalten. Aha, zurück. Ich muss also kämpfen. Gut. Hier sind aber keine Spuren. Hier ist... Das ist voll. Alles nur was... Das Volle ist voll! Was ist denn nun los? Kann ich hier nicht mehr rumgehen? Hallo? Jetzt. Ich muss ihn erst besiegen. Hier sind Spuren. Und wie hier Spuren sind. Wir waren hier ja schon. Wir haben uns das Lager da unten geholt. Das da. Und Grillen sind hier. Oh, das hört sich so an, als ob er da weiter auf Jagd ist. Ist er da hinten rübergesprungen? So, ganz elegant. Hier sind keine Spuren mehr. Doch, da unten. Ah, Säbel ist wieder da. Hier ging er durch.
Es wird hell. Scheiße. Ah, Mist. Oder? Ja, es wird Tag. Udam Prashwa, Hasarya. Dantambi. Beeil mich mal. Ich hoffe, die Spuren halten sich, sonst müssen wir nochmal in der Nacht lang. Ah, wir haben was gefunden. Hasar Dantan, Udam Chagwan, Hasarya, Urgi, Dakisitrangwash. Gehen nach Süden. Hier war ich noch nicht, glaube ich, so weit. Komm. Vorsichtshalber. Alter Holz, Hartholz. Sieht aber alles gut aus. Und jetzt sind die Spuren weg. Nee, doch nicht. Wir kommen in sein Gebiet. Jetzt ist er voll. Da unten. Wie kommen wir da runter? Hier zum Beispiel. Ich habe da Spuren gesehen. Hier sind nur Ziegen. Wo ist er? Da. Komm, du Dachs. Nur der Vollständigkeit halber. So. Ist hier noch einer? Das ist nur Schiefer, ne? Brauche ich nicht. Okay, wir machen das aber anders. Wir machen mal Bestientausch. Hübsche Blume. Hier geht's weiter. So, wir gucken mal bei den Bestien. Dann sieht das doch schon gut aus. Die Reihe haben wir schon fertig. Mir fehlen aber noch die ganzen Löwen. Jaguar ist auch zähmbar. Warum ist der denn nicht bei mir zähmbar gewesen? Komisch, komisch. Wenn ich nochmal so einen sehe, dann muss ich wohl mich alleine drauf stürzen. Ist hier richtig? Da sind noch Spuren. Da sind auch noch Spuren. Da gehen die Spuren hin. Da ist was am Baum. Das habe ich gesehen. Dann gucken wir mal, was da an diesem Baum ist hier. Dieser Baum ist ja komplett rot. Warum? Da hat er seine Klauen geschärft. Starker Mief. Bisschen. Wir haben ein Lager entdeckt. Okay. Nützt aber jetzt auch nicht viel, wenn das so dicht an so einem Kratzbaum von so einer großen Katze ist. Also ich muss ihn besiegen und dann muss ich ihn zähmen. Oder dann kann ich ihn zähmen. Vorher nicht. Ich habe sie gesehen. Hier hinten waren noch Spuren. Da sind die nächsten. Das ist ein Fallen für große Bestien. Auf der Jagd nach großen Bestien findest du auf der
Punkte auf deiner Karte, an denen du Fallen auslegen kannst. Nähere diesen Punkten und nutze deine Rohstoffe, um eine Falle aufzustellen. Ach so. Punkte. Ich glaube, es geht hier runter. Das wird ja immer interessanter. Da ist ein Baum. Fallen. Es soll Punkte geben. Naja. Hier gibt es erstmal eine Blutspur. Ja, ich dachte, ich schaffe das in dieser Folge, aber das sieht nicht so gut aus. Hier kann ich Fallen aufstellen, das machen wir noch. Spießfalle. Und hier können wir auch eine Spießfalle bauen. Hier. Komm mal mit. Nicht, dass du da reinläufst. So. Ich kann hier noch mehr Fallen bauen. Da unten. Aha, und da auch noch. Hauptsache, ich habe genug Hartholz. Ah, oh, sieht gut aus. Gut. Ja, Tigerchen. Nee, Säbelchen. Warte, ich will dich nicht reiten. Ich wollte dich streicheln, geht nicht. Ich mache aber in der nächsten Folge weiter. Sprich mit dem Winja-Jäger. Ich danke fürs Zuschauen und tschüss.